In dieser Aufgabe sollen Funktionsgleichungen selber aufgestellt werden. Am besten du versuchst das erstmal alleine. Drück auf Pause und guck, wie weit du kommst. Also es gibt zwei Skateboard-Verleiher und die haben unterschiedliche Preismodelle. Der erste verlangt 5 Euro Grundgebühr und 2 Euro für jede Stunde. Der zweite verlangt nur 2 Euro Grundgebühr, dafür 3 Euro pro Stunde. Jetzt sollen lineare Funktionen aufgestellt werden und das geht am einfachsten, wenn man sich einfach mal bestimmte Szenarien vorstellt. Angenommen, du gehst zum Skateboardverleih A und mietest das Skateboard für, sagen wir mal, 3 Stunden. Wie würdest du da rechnen? Du würdest wahrscheinlich sagen, 2 Euro mal 3 Stunden, also mal 3, und dann kommt noch die Grundgebühr drauf, also plus 5. Bei 4 Stunden würdest du rechnen, 2 Euro mal 4 plus immer noch die Grundgebühr, 5 Euro. Und man sieht direkt, hier gibt es Zahlen, die verändern sich nicht. Das ist einmal die 5 und die 2. Und die Anzahl der Stunden, das ist variabel, die verändert sich. In Worten könnte man das ausdrücken, 2 Euro mal die Anzahl der Stunden plus 5 Euro ergibt den Preis. Also ich habe das mal so aufgeschrieben, Preis gleich, 2 mal, Euro lasse ich weg, weil das Ergebnis ist Euro, 2 mal Anzahl der Stunden plus 5. In der Mathematik schreibt man das natürlich kürzer mit Buchstaben, Variablen. Man würde sagen x und y. Also wären das dann y gleich 2 mal x plus 5 und x ist die Anzahl der Stunden und y ist der Preis in Euro. Ich markiere das mal in Rot. Das ist diese Gleichung. Bei der zweiten Gleichung müssen wir nicht lange überlegen. Das ist analog dazu, y ist gleich, also der Preis ist gleich, jetzt 3 Euro mal Anzahl der Stunden plus 2. Und die mache ich mal blau, die Gleichung. Diese Gleichungen sollen jetzt in ein Koordinatensystem eingetragen werden. Das versuche ich jetzt mal. So, hier ist es schon. Ich habe es mal vom Computer zeichnen lassen, weil das ein bisschen sauberer dann aussieht. Also wir haben hier erstmal y gleich, fehlt noch, y gleich 2x plus 5. Man sieht, diese Gerade geht durch die 5 hier auf der y-Achse. Also y-Achsenabschnitt ist 5. So, die Steigung ist 2. Also 2 ist das gleiche wie 2 Ganze. Also die Steigung m ist, schreib das mal hin, m ist 2 Ganze, man geht den Nenner nach rechts, 1 nach rechts und dann 2 nach oben und landet wieder bei der Geraden. Bei der zweiten Funktion haben wir y gleich 3x plus 2, also das geht hier durch die 2, also hier der y-Achsenabschnitt ist 2 und die Steigung ist 3. Ich nehme mir mal irgendeinen Punkt, zum Beispiel den hier. Man geht 1 nach rechts und man muss 3 nach oben gehen, um wieder an die Gerade zu stoßen. Dummerweise ist der Schnittpunkt nicht mehr drauf, den sieht man nicht. Den müssen wir ausrechnen, stand ja auch sowieso in der Aufgabe drin. Also bei welcher Nutzungsdauer ist welcher Verleih günstiger, ist die Frage. Also müssen wir den Schnittpunkt sozusagen berechnen. Der Schnittpunkt bedeutet, beide kosten gleich viel. Das mache ich mal. Also ich mache das mal hier an die Seite. Also 3x plus 2 ist gleich 2x plus 5. So, auf beiden Seiten minus 2x. Dann steht da 3x minus 2x ist x. Plus 2 ist gleich 5. Auf beiden Seiten minus 2 und dann ist x gleich 3. Also der Schnittpunkt ist, also die x-Koordinate ist 3. Die müsste man jetzt in eine dieser beiden Gleichungen einsetzen. Nehmen wir mal hier die obere. Also y gleich 2 mal 3
plus 5, 2 mal 3 ist 6, plus 5 ist 11, y gleich 11, also ist die y-Koordinate 11. Also bei 3 Stunden kostet es 11 Euro, ganz schön teuer. Also bis zu 3 Stunden ist der Verleiher B billiger, ab 3 Stunden ist Verleiher A billiger. Also wenn man schon vorher genau weiß, wie lange wird man wohl dieses Skateboard ausleihen, dann kann man sich dementsprechend entscheiden. Damit wäre die Aufgabe gelöst.